Covid-19 ist ein Problem für Menschen mit einem geschwächten Immunsystem. Das sind vor allen Dingen Menschen am Ende ihres Lebens. Ich bin Hausarzt, ich darf das sagen, weil ich weiß es. Es ist für viele ein natürlicher Tod, weil das Immunsystem am Ende des Lebens nicht mehr kann und dann reicht ein banaler Infekt, damit man die letzte Reise antritt. Da kann man auch nicht mehr viel machen, ja, weil irgendwann ist das Leben vorbei, auch die Kraft. Es hat auch Jüngere erwischt. Es sind auch 50-Jährige an Covid-19 gestorben. Aber die meisten Jungen, die als Covid gestorben sind, und zwar die wirklich Lungenentzündungen hatten, sind nicht am Virus gestorben. Das zeige ich Ihnen nachher. Ja. Covid-19 hat für unter 40-Jährige überhaupt keine Bedeutung. Ich glaube, es sind 7 Kinder unter 10 Jahren an Covid-19 offiziell gestorben. Die waren alle schwerst krank, schwerst missgebildet, schwerst krank. Also es hat wirklich überhaupt keinen Einfluss auf Krankheitszahlen oder bei relevanten Zahlen bei Jugendlichen. Es ist eine ganz klare Erkrankung der Älteren und Hochbetagten. Im Gegensatz zur Grippe. Die Grippe, da sterben doch immer wieder regelmäßig auch Kinder. Ganz wenige, aber es gibt diese Fälle. Bei Covid so gut wie nicht. Und dann wurde immer gesagt, wir haben eine Übersterblichkeit 2020. Statistische Bundesamt hat das immer gesagt. Und das wurde natürlich sofort durch die Presse gejagt. Das stimmt aber nicht. Warum? Der Begriff Übersterblichkeit ist problematisch, ja, weil jedes Jahr ist die Bevölkerung anders, die Altersverteilung ist anders. Also wie will man das eigentlich vergleichen? Statistische Bundesamt hat, oder ich sage es anders, die beste Art und Weise, eigentlich hier einen schnellen Vergleich zu machen, ist, wenn man Alterskohorten bildet, in 10er Jahren zum Beispiel, und dann die Zahl der Gestorbenen prozentual angibt. Also wie viel Prozent der 70- bis 80-Jährigen sind in diesem Jahr gestorben? Das ist nur ein relativ handhabbarer Vergleich. Und der Raimund Hagemann hat das gemacht und auch der Marcel Barz, der Erbsenzähler, wenn Sie das Video kennen. Und da sehen Sie folgende Rangfolge. Also 2012 bis 2021 haben die Zahlen. Und ich mache jetzt hier gar nicht mal die Prozentzahlen, sondern ich gebe einfach die Rangfolge an. Also was war das heftigste Sterbejahr, was war das mildeste Sterbejahr? Und Sie sehen unten die Gesamtränge. Das ist das schwächste Sterbejahr gewesen, 2019. Da sind am wenigsten Menschen gestorben. Und hier sind am meisten Menschen gestorben. Und Sie sehen, hier ist das zweitschwächste Jahr und dann kommt schon 2020. Wie kommt das Statistische Bundesamt darauf zu sagen, dass es eine Übersterblichkeit gab? Es hat diese vier Jahre zusammengezählt, diese 4 Jahre und hat es dann mit 2020 verglichen. Und da war 19 so ein geringes Sterbejahr war und auch noch 2016 hat es dann im Vergleich etwas mehr Tote gegeben. Ja? Aber im Ranking der letzten 10 Jahre belegt 2020 den drittbesten Platz. 2021 ist das anders. Würde man sagen, ja klar, da waren ja auch mehr Covid-Tote, hat man vorhin gesehen. Ja, aber das Sterben hat die jüngeren Jahrgänge betroffen. Ja, die 70-Jährigen bis hin zu den 40-Jährigen, 35-Jährigen, die sind nicht an Covid gestorben. Reden wir noch drüber.